Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Nagelvideo. Ich wollte mir seit langem mal wieder meine Fingernägel neu gestalten und lackieren. Möchte euch natürlich damit mitnehmen. Zeige euch jetzt erstmal die einzelnen Sachen, die ich dafür verwende. Und zwar fange ich hiermit an. Das habe ich jetzt als Basecoat benutzt und zwar den Mikrozell 2000. Meine Nägel sind ja momentan unheimlich am Splittern, obwohl momentan geht es eigentlich wieder. Wollte den mal wieder eine Zeit lang verwenden, damit es wieder besser wird. Und genau, den habe ich schon verwendet, habe ich schon auf den Fingernägeln. Dann habe ich von Trend It Up zwei Topcoats. Ich weiß noch nicht, welchen ich verwende. Einmal habe ich den in High Shine und einmal hier einen in Matt. Mal gucken, ich werde mal ganz spontan entscheiden, welchen Lack ich davon verwenden möchte. Genau, dann brauche ich noch diesen Farblack. Ich habe mich diesmal für diesen entschieden, den Essence Color and Care Nagellack. Das ist die Nummer 02 I Care For You. Ein sehr hübscher Nagellack, wie ich finde. Dann brauche ich für mein Design, was ich mir überlegt habe, noch diesen Orly Bonder, weil ich einen etwas klebrigeren Grund brauche, damit da gleich was haften wird. Dann habe ich noch diesen Lack, You're So Marvelous Marble Effect Top Coat. Das ist von Nails Inc. London. Der heißt May the Quartz Be With You. Ja, ich glaube, das ist sowas Ähnliches. Wie heißt dieser Lack jetzt? Fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall habe ich hier vor, einen Effekt zu machen auf den Nagellack, den ich gleich verwende. Aber ihr werdet das ja gleich sehen. Genau, so, dann möchte ich noch diese Folie verwenden. Das ist ganz normale Bastelfolie. Aber ich hatte mir vor kurzem auch Folie gekauft. Und zwar war das aus einer LE gewesen. Aber im Endeffekt habe ich gesehen, eigentlich ist es das Gleiche. Die ist auch sehr dünn und ja, die gleiche Goldfarbe. Also ja, sieht eigentlich absolut gleich aus. Das hatte ich mir mal bei Teddy gekauft vor längerer Zeit. Einmal in Gold, einmal in Silber und einmal in Bronze. Und man sieht ja, das ist ein Riesenpott. Ja, der Pott war jetzt nicht, das war in so einer anderen Verpackung. Aber das habe ich hier reingepackt, weil es natürlich praktischer ist, das zu entnehmen. Genau, das werde ich gleich auf jeden Fall für meine Fingernägel benutzen. Und noch diese Nagelsticker, das war auch mal aus irgendeiner LE von Essence. Genau, da wollte ich wahrscheinlich diesen Sticker hier verwenden oder diese zwei hier. Aber wie gesagt, da werde ich mich gleich einfach ganz spontan entscheiden. Ja, während ich mir die Fingernägel immer lackiere, dann kommen mir doch irgendwie manchmal andere die Ideen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Genau, ich werde jetzt erstmal meine Fingernägel lackieren, wie immer. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Anschauen meines neuen Videos.
So sehen auf jeden Fall jetzt meine Nägel aus. Ich bin ganz zufrieden, ja, außer meine trockene Nagelhaut, aber da kann ich wirklich nichts machen. Ich gebe es einfach jetzt auf. Mehr als schmieren und machen kann ich wirklich nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat mein Nageldesign gefallen. Ich finde, das kann man ganz einfach nachmachen. Sieht ganz gut aus. Und ich würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Seid beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Und bis dahin, habt noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.